Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Hier ist Heise Business Services mit dem Webcast Moderne Softwareentwicklung sicher durch das Open Source Universum. Ich freue mich, dass Sie sich bei uns angemeldet und eingeloggt haben. Heute richten wir unseren Blick mal wieder in die Welt der Code-Programmierung und kümmern uns um Security-Aspekte bei quelloffener Software. Als Experten für dieses Thema darf ich zwei Herren von CyberRes begrüßen. Das ist der IT-Security-Geschäftsbereich der Firma Microfocus. Zum einen Herrn Jan Wienand, er ist AppSec Pre-Sales Consultant DACH. Hallo Herr Wienand. Hallo zusammen. Ja, vielleicht eine kurze Vorstellung mal zu mir, wer ich eigentlich bin, beziehungsweise was ich hier so mache. Wie gerade schon gesagt, ich bin Pre-Sales Consultant für das Thema Applikationssicherheit innerhalb der CyberRes und betreue quasi alle Kunden aus dem Dachbereich da technisch und freue mich wirklich, heute hier zu sein, ein bisschen mehr über das Thema Open Source Security zu sprechen. Zweiter Gast bei uns ist Herr Wolfgang Zahn. Er ist AppSec Sales Specialist DACH. Hallo Herr Zahn. Hallo Herr Töpfer und hallo an die Zuschauergemeinde. Auch ich freue mich sehr, heute hier dabei sein zu dürfen. Genauso wie mein Kollege, der Jan Wienand. Wie gesagt, mein Name ist Wolfgang Zahn. Ich bin AppSec Sales Specialist für die DACH-Region und unterstütze hier meine Kollegen wie den Jan und andere bei uns im Team im Bereich Sales für Applikationssicherheit. Vielen Dank erstmal. Bevor wir loslegen, meine Damen und Herren, habe ich noch ein paar Hinweise für Sie, wie dieser Webcast hier ablaufen wird. Die beiden Herren werden gleich eine Präsentation mit ein paar wenigen Folien zeigen. Es sind in der Tat deutlich weniger, als Sie es vielleicht sonst von Webcasts gewöhnt sind. Diese Folien können Sie sich schon jetzt als PDF-Datei herunterladen oder aber auch erst zum Schluss, je nachdem, wie Sie wollen. Bei den Downloads ist für Sie auch ein E-Book vorhanden, das die beiden Herren sozusagen mitgebracht haben. Dort können Sie erfahren, was gegen Schwachstellen im Open-Source-Bereich getan werden kann. Also genau unser heutiges Thema. Hinweisen möchte ich auch auf die Links zu Webseiten von Microfocus. Dort können Sie sich noch weiter in diesen Bereich einlesen. Starten werden wir gleich mit einer Umfrage, die sich Herr Wienand und Herr Zahn im Vorfeld überlegt haben. Es wird auch noch eine zweite Umfrage geben und wir hoffen natürlich, dass möglichst viele von Ihnen, meine Damen und Herren, mitmachen werden. Wenn die Umfragen freigeschaltet sind, werde ich Sie bitten, abzustimmen. Einen wichtigen Teil in diesem Webcast wird auch eine Live-Demo spielen. Sie werden dann das in der Praxis vorgeführt bekommen, was Sie vorher in der Theorie gehört haben. Besonders freuen wir uns, wenn von Ihnen, meine Damen und Herren, während des Webcasts Fragen kommen. Es kann ja sein, dass Sie etwas nicht ganz verstanden haben, dass Sie mehr Details benötigen oder dass Sie etwas wissen wollen, was noch gar nicht erwähnt wurde. Dann tippen Sie dazu einfach Ihre Fragen oder Bemerkungen in das Eingabefeld auf der rechten Seite unterhalb des Webcast-Fensters ein. Wenn Ihre Frage gerade gut passt, werde ich sie vorlesen und die beiden Herren werden sie beantworten. Ansonsten kümmern wir uns am Ende der Sendung in einer Frage- und Antwortrunde um die noch offenen Fragen. Gegen Ende werden wir auch Sie selbst fragen, wie Ihnen dieser Webcast gefallen hat. Wir bieten Ihnen auf unsere Fragen verschiedene Antwortmöglichkeiten. Sie müssen genau dreimal klicken, das ist alles. Gerne können Sie in einem Freitextfeld auch Lob oder Kritik äußern und uns so weiteres Feedback geben. Das Ganze ist auf jeden Fall in wenigen Sekunden erledigt. Und apropos Zeit, wir haben für diesen Webcast etwa 45 bis 60 Minuten vorgesehen. Und weil schon ein Zuschauer gefragt hat, ob dieser Webcast aufgezeichnet wird, ja, alle unsere Webcasts werden aufgezeichnet. Wenn Sie also gestört werden sollten in den kommenden Minuten oder schon jetzt wissen, dass ein anderer wichtiger Termin Ihnen dazwischen kommen wird, kein Problem. Spätestens morgen können Sie sich die Aufzeichnung dann ansehen, in komplette nochmal oder das fehlende Stück, das Sie eben verpasst haben. Wir informieren Sie per E-Mail, wenn die Aufzeichnung fertig ist. Jetzt aber genug der Vorrede, meine Damen und Herren.
Die Entwickler unter Ihnen wissen es sicher viel besser als ich, dass heute gar nicht mehr so viel Code selbst geschrieben wird wie früher. Stattdessen wird beim Programmieren oft auf schon vorhandene Software gesetzt, die öffentlich zugänglich ist. Durch dieses Vorgehen gewinnen die Entwickler Zeit und im Idealfall ist diese Programmroutine sogar kostenlos. Das Problem bei diesem Vorgehen: manchmal weiß man gar nicht, ob man sich mit solchen Tools nicht auch irgendwelche Schwachstellen ins Haus holt. Woher kann man denn wissen, dass zum Beispiel eine Open-Source-Bibliothek wirklich sauber ist? Eine gesunde Skepsis ist also angebracht und vielleicht ist es dann an der Zeit, über ein Open-Source-Scanning nachzudenken. Also zu prüfen, ob quelloffene Software nicht irgendwelche ungepatchten Sicherheitslücken enthält. Genau darüber wollen wir gleich sprechen. Und wie zu Beginn schon erwähnt, wir fangen jetzt mit einer Zuschauerumfrage an. Da möchte ich gleich den Kollegen aus der Technik bitten, die Zuschauerumfrage einzublenden. Und die Frage, die Herr Wienand und Herr Zahn mitgebracht haben für Sie, meine Damen und Herren: Was schätzen Sie, bei wie viel Prozent der deutschen Unternehmen kommt Open-Source-Software zum Einsatz? Bei 31% oder bei 51% oder bei 71% oder bei 91%? Wir warten jetzt noch ein paar Sekunden, bis die Ergebnisse ausreichender Anzahl da sind und blenden dann natürlich die Ergebnisse ein. Also 31, 51, 71, 91. Von mir auch der Hinweis, meine Damen und Herren, die Umfragen hier sind anonym. Es spielt also keine Rolle für Sie, für uns, für niemanden, was Sie anklicken. Und dann können wir uns jetzt mal die Ergebnisse anschauen und sehen, dass Sie gesagt haben, dass ja ungefähr 2/3 von Ihnen den größten Wert genommen haben. Also 2/3 von Ihnen glauben, dass in 91% der deutschen Unternehmen Open Source Software zum Einsatz kommt. Jetzt bewegt sich noch ein bisschen was. Ein paar Nachzügler stimmen jetzt noch ab. 27%, 29% sagen jetzt, dass es 71% sind. Und nur ganz, ganz wenige von Ihnen haben sich für den kleinsten Wert mit 31% entschieden. Ah, dann wollen wir mal hören, was denn die richtige Zahl ist, Herr Wienand, Herr Zahn. Was stimmt denn? Ja, also da stimmt die 71% tatsächlich. Aber es ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, dass der Trend bzw. die meisten Zuschauerinnen und Zuschauer da auch den richtigen Riecher schon hatten. Aber na gut, das kann sich natürlich auch durch Erfahrung gezeigt haben. Aber Wolfgang, was sagst du dazu? Ja, also für mich ist das auch nicht weiter überraschend. Die Umfrage zeigt ganz klar, dass die Anwesenden und das Publikum schon das sehr gut einschätzen können. Und in der Tat, die Verwendung von Open-Source-Software macht einen sehr hohen Prozentsatz in vielen Applikationen inzwischen aus. Und ja, über die damit verbundenen Vorteile und ja, Herausforderungen können wir dann in der nächsten Folie sprechen. Darf ich eine kurze Nachfrage stellen? Gerne. Bevor ich mich natürlich auch bedanke, meine Damen und Herren, bei Ihnen, dass Sie mitgemacht haben in dieser Umfrage. Gibt es denn große Unterschiede zwischen kleinen und großen Unternehmen? Also zum Beispiel verwenden große Unternehmen häufiger oder weniger oft quelloffene Software als kleinere Unternehmen? Also was ich so, ich starte mal, Wolfgang, was ich so in meiner Erfahrung wahrgenommen habe, ist natürlich gerade bei kleineren Softwareunternehmen ist es natürlich so, da fehlen gerade auch die Ressourcen, um sehr viel eigenständig zu entwickeln. Mancher Stelle kommt man natürlich nicht drum herum, aber an vielen schon. Das heißt, was ich da so in meiner Erfahrung gesehen habe, ist auf jeden Fall gerade kleinere Softwareunternehmen setzen sehr, sehr, sehr viel auf Open Source, was natürlich auch vollkommen nachvollziehbar ist. Das hat so viele Vorteile, dass es da
auch einfach nur Sinn macht in dem Stadium, dann zu sagen, okay, wir setzen da ganz klar auf Open-Source-Bibliotheken. Wenn es dann wieder größer wird, dann ist das natürlich dann wieder die Ressourcenfrage, beziehungsweise dann auch die Sicherheitsfrage, da wo wir gleich nochmal drüber sprechen werden. Aber an sich ist es natürlich bei allen viel verbreitet, wie man ja gerade im Ergebnis schon sehen konnte. Ja, dem kann ich nur beipflichten. Also die Verwendung von Open-Source-Bibliotheken ist bei kleinen, mittleren wie großen Unternehmen weit verbreitet. Also alle liegen deutlich über den 60-70%. Und ja, es gibt dann die Fragen der unterschiedlichen Ressourcen bei größeren und kleineren Unternehmen, die dann teilweise noch mehr verstärkt auf Open-Source-Bibliotheken zugreifen, sich damit aber auch potenziell Risiken einhandeln, sage ich mal, die bei kleineren Teams vielleicht dann doch zu kritischen Handlingsfragen führen. Wie kann ich das überhaupt sicherstellen, dass dann meine ganze Applikation, die ich entwickelt habe, sicher ist? Ja. Okay, dann würde ich sagen, meine Damen und Herren, wenn Sie selbst Fragen haben, stellen Sie sie ruhig. Ansonsten hören wir jetzt einfach erstmal zu, was Herr Wienand und Herr Zahn uns so mitgebracht haben. Bitteschön. Ja, dann werde ich die ganze Sache mal ein bisschen von den Seiten auch der Herausforderungen beleuchten. Es hat natürlich viele Vorteile, wie wir eben schon angeführt haben, Open Source Software einzusetzen. Für große wie auch kleine Unternehmen, die Lizenzen sind, das darf man nicht unterschätzen, kommerziell natürlich frei. Das ist eine große, ein großes Pluspunkt dabei und auch spielt sicherlich bei vielen Überlegungen eine Rolle. Die Lizenzen muss ich nicht bezahlen. Ich muss keine Gebühren entrichten. Ich muss keine Gebühren an Cloud-Anbieter abführen, die mir die Software vielleicht aus der Cloud zur Verfügung stellen. Der Code ist frei zugänglich. Ich kann den Code einsehen. Ich kaufe also nicht wie bei einer kommerziellen Software eine Blackbox und weiß nicht, was drinsteckt, sondern ich kann hier den Code einsehen. Der ist frei verfügbar. Und wenn ich möchte, kann ich auch der Entwickler-Community beitreten und an dem Code selbst mitarbeiten. Ich bin dadurch teilweise auch flexibler als mit einer kommerziellen Software, weil ich relativ schnell dann auch die Open-Source-Bibliotheken den Code auf meine individuellen Bedürfnisse anpassen kann. Wie gesagt, vorausgesetzt, ich bin in der Entwickler-Community, kann ich das natürlich auch tun. Aber das birgt natürlich auch enorme Herausforderungen. Gerade die eben besagten Vorteile der Flexibilität und der Möglichkeiten, hier selbst mitzuentwickeln, das nehmen natürlich auch viele andere wahr. Und wenn die Entwickler-Community sehr groß ist, ist das auf der einen Seite positiv. Da steckt natürlich viel Dynamik drin und auch viel Expertenwissen. Aber kommen wir hier zum ersten Punkt. Es gibt immer schnellere und weiter verbreitete Software-Distributionen. Also der eine verändert dies, der andere verändert wieder das. Und wenn ich diese Bibliotheken dann in meiner kommerziellen Applikation vielleicht mit einsetze, muss ich immer darauf achten, dass ich möglichst schnell hier ein Auge darauf habe und überwache, was ist denn da jetzt eigentlich verändert worden? Tut sich da etwas an der Funktionsweise der Software, wenn da etwas verändert wurde? Wurde da eventuell versucht, eine Sicherheitslücke zu schließen? Und dabei wurden dann zwei andere aufgemacht. Also das ist eine erhebliche Dynamik, die da drin steht und die muss ich immer mit berücksichtigen und dann auch in meiner Applikation, in denen ich diese Bibliotheken verwende, mit nachführen. Dann kommen wir da zum zweiten Punkt, zum Beispiel die Identifizierung und die Überwachung von Schwachstellen. Also das ist auch ein, wie eben schon im Eingang angeführt, eine erhebliche Herausforderung. Ich muss immer im Blick haben, welche Schwachstellen kaufe ich mir denn sozusagen hier ein, wenn ich diese Libraries verwende. Ich muss die möglichst im Vorfeld identifizieren und dann auch beurteilen, ist das relevant für mich oder vielleicht nicht.
und dann auch natürlich zuverlässig nachführen in dem Moment, wo etwas geändert wird. Wie eben schon gesagt, wurde vielleicht versucht, eine bekannte Lücke zu schließen und dabei zwei andere wurden aufgemacht. Das kann durchaus passieren. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Ich muss hier den Überblick behalten. Beim Einsatz von vielen Bibliotheken aus der Open Source Community muss ich zuverlässig nachhalten können, welche Libraries in welcher Version und von welchem Anbieter und welcher Community setze ich denn eigentlich ein. Ja? Wenn das mal in die Hunderte oder gar Tausende geht, was ohne Probleme möglich ist, dann nützt es mir nichts mehr, das wir vielleicht auf einem Papier notiert zu haben, sondern da brauche ich ein professionelles Tool oder auch eine im Idealfall Guideline, die existiert in der Firma, wie denn solche Versionen nachgehalten werden, wie gehe ich mit Open Source Software generell um. Das muss eingeführt sein, ansonsten verliere ich ganz schnell den Überblick. Ja, und dann kommen wir auch schon zur Frage der Priorisierung. Also neben dem Fall, ich habe mir jetzt mal angeschaut, welche Schwachstellen überhaupt in den Open-Source-Bibliotheken drin sind, dann führt das sehr schnell zu der Frage, ja, ich habe hier jetzt Hunderte von Meldungen bekommen. Was ist denn da eigentlich relevant für mich? Also nicht jede Schwachstelle und jede Meldung, die mit Gelb oder mit Rot vielleicht hier beziffert wird, ist relevant für mich und meine Funktionsweise in meiner Applikation. Vielleicht brauche ich das gar nicht zu beachten. Vielleicht kann ich das vernachlässigen. Ja, also in der Regel, wir sehen das bei unseren Klienten, unseren Kunden, ist eine große Menge der bei einem Scan gefundenen Schwachstellen und Risiken gar nicht relevant für die Funktionsweise der Applikation. Das heißt, man kann das vernachlässigen. Aber ich muss es halt priorisieren. Ich muss das in irgendeiner Weise erstmal herauskriegen, was ist für mich wichtig, was brauche ich nicht und wie verändert es sich doch auch im Lifecycle der ganzen Bibliothek. Wie gesagt, wenn mal eine Schwachstelle geschlossen wird, tun sich vielleicht andere auf, die dann auf einmal doch wieder relevant sind für mich. Ich muss das also permanent überwachen. Dann selbstverständlich auch wichtig die Einhaltung von Compliance-Anforderungen. Darf ich überhaupt diese Software oder diese Libraries verwenden? Was handle ich mir für Compliance-Risiken dabei ein und wie gehe ich damit um? Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel der Hersteller, ein großer Hersteller von Automobilen, der mit einem erheblichen Anteil von Open-Source-Libraries seine Applikation entwickelt hat und das letztlich dann dazu führte, dass durch den Einsatz dieser Open-Source-Libraries die ganze Applikation, die er entwickelt hat, zu Open-Source wurde, was natürlich nicht im Interesse des Herstellers war. Das heißt, er hätte sie eigentlich offenlegen müssen. Und das war natürlich absolut nicht möglich, geht nicht, führt allerdings dazu, dass die ganze Applikation neu entwickelt werden muss. Womit sich die Vorteile der Kostenersparnis durch den Einsatz von Open Source eigentlich wieder relativiert haben, wenn man wieder mit der Entwicklung von vorne beginnen muss. Also all das ist im Thema der Compliance und auch das sollte nachgehalten werden. Und natürlich dauern auch in meiner Applikation selbst das Nachhalten von Sicherheitsupdates. Wenn sich in einer verwendeten Open Source Library herausstellt, dass da ein erhebliches Sicherheitsrisiko drinsteckt, auch für die Funktionsweise meiner Applikation, muss ich dann natürlich sofort mit einem Update reagieren und bin da natürlich dann auch davon abhängig, dass die Community des Open Source, also des Source Code Herstellers möglichst zügig und schnell diese Sicherheitslücke schließt. Und auch hier muss ich dann sehr zügig meine eigene Applikation wieder mit einem Update versehen und das nachhalten und dann auch wieder veröffentlichen. Das ist oftmals gar nicht so einfach zu bewerkstelligen. Ja, das sind sicherlich einige Herausforderungen. Das sind bestimmt noch nicht alle benannt. Aber Jan, vielleicht hast du noch ein paar Ideen dazu. Ja, also gerade vielleicht auch nochmal auf dieses Thema Größe der Organisation zurückzukommen. Das kann man hier natürlich auch an verschiedenen Herausforderungen dann verschieden betrachten. Gerade
wenn wir zum Beispiel hier oben rechts über den Überblick sprechen. Ich glaube, jeder, der schon mal Software entwickelt hat und damit Open Source gearbeitet hat, weiß, wie schnell man da den Überblick verliert. Einerseits über die Bibliotheken, die genutzt werden, andererseits auch über die Lizenzen, die immer hinter diesen Open Source Bibliotheken stecken. Und wenn man das Ganze dann multipliziert mit den Anwendungen, die man im Haus hat, entwickelt, dann verliert man da super, super schnell den Überblick. Ein ganz simples Beispiel hier, Log4j, Spring for Shell, das sind alles Sicherheitslücken gewesen, also sind es immer noch, die eben auftreten und wo man eigentlich sagen könnte, okay, ja, dann lass uns doch erstmal im ersten Schritt, also wenn wir jetzt aus der Unternehmenssicht kommen, aus der Organisationssicht, dann stellt sich natürlich erstmal die Frage, wenn sowas in den Nachrichten kommt, ja, sind wir überhaupt davon betroffen? Und das klären zu können, beziehungsweise herausfinden zu können, kann sehr, sehr viel Arbeit sein, wenn man sich im Vorfeld nicht darum gekümmert hat, irgendwie einen Überblick zu bekommen. Das heißt, da einfach die Möglichkeit zu bekommen, okay, im besten Fall ein Tool zu haben, wo man danach sucht, welche Applikationen nutzen denn Log4j, welche nutzen denn Spring for Shell, welche davon sind auch öffentlich erreichbar, welche davon werden an Kunden geschickt. All solche Dinge, wonach man dann filtern kann, sind natürlich super, super wichtig, aber eben auch eine sehr, sehr große Herausforderung. Und gerade auch dieses Thema Priorisierung. In erster Linie geht es natürlich darum, erstmal alles zu finden. Sonst kann natürlich damit nicht gearbeitet werden. Das heißt, wir wollen erstmal alle Schwachstellen natürlich finden, einen Überblick darüber bekommen. Aber im zweiten Schritt merkt man eigentlich erstmal, dass es in den meisten Fällen viel zu viel ist. Und dass man da natürlich dann erstmal überlegen muss, okay, auf was konzentrieren wir uns denn? Gerade wenn man sich dann auch die Ressourcen anschaut, die man hat, also nicht nur die Entwickler, sondern vielleicht auch die Sicherheitsbeauftragten in der eigenen Organisation, ist das Verhältnis leider sehr, sehr gering in manchen Fällen. Und da muss man sich halt überlegen, okay, worauf fokussieren wir uns denn jetzt? Wie sieht denn unsere Priorisierung hier aus? Und all solche Dinge kann man natürlich wirklich super innerhalb von einem Tool abdecken, einfach um da den Überblick zu bekommen, diese Priorisierung umzusetzen, aber natürlich auch diese ganzen Compliance-Anforderungen im besten Fall komplett zu automatisieren. Das heißt, dass da gar nicht erst Software-Komponenten genutzt werden können, die irgendwelche Compliance-Folgen mit sich bringen. Und das ist auf jeden Fall noch was, was ich jetzt hier mit hinzuzufügen würde. Genau, aber damit würde ich das eigentlich dann erstmal so das Thema abschließen und vielleicht an den Christian nochmal übergeben wegen der zweiten Frage, die als nächstes folgt. Ja, der Herr Wienert hat mich tatsächlich jetzt den Bogen gespannt über Compliance hin zu der nächsten Zuschauerumfrage, die vorbereitet wurde und mitgebracht wurde. Die zweite Umfrage lautet nämlich: Wie sorgen Sie für Compliance-Sicherheit der bei Ihnen verwendeten Open-Source-Bibliotheken? Sie haben die Möglichkeit abzustimmen mit gar nicht, mit manuell oder mit über ein automatisiertes Tool. Auch hier, Umfrage ist anonym. Niemand von uns und von den anderen Zuschauern erfährt, wie Sie abstimmen, meine Damen und Herren. Bevor wir jetzt die Ergebnisse einblenden, eine Frage von mir an Herrn Zahn und Herrn Wienand. Bei quelloffener Software, die stammt ja irgendwie aus der guten Ecke, in Anführungszeichen, also ohne kommerziellen Hintergedanken, wenn man so will. Vielleicht vertrauen Entwickler Open Source Software einfach mehr als andere Software, als proprietäre Software und denken gar nicht daran, dass sie eben auch unsicher sein könnte. Haben Sie diese Erfahrungen auch gemacht? Also wir fragen jetzt nicht explizit danach, wie groß das Vertrauen der Entwickler ist, die Open-Source-Bibliotheken einsetzen. Aber natürlich unterstellt man erstmal nichts Böses, das ist richtig. Somit gehe ich davon aus, dass die meisten Entwickler das genauso sehen.
Aber es ist immer durchaus möglich, dass hier auch böse Buben am Berg sind, die etwas einbauen, was vielleicht nicht so noch so schön ist. Ne? Aber Jan, was meinst du dazu? Ja, aber auf der anderen Seite natürlich auch grundsätzlich, Open Source ist eine, also ich persönlich finde Open Source natürlich echt super. Gerade wenn man Software entwickelt, hilft das enorm weiter. Es spart super viel Zeit und führt natürlich auch dazu, dass man gewisse Funktionalitäten nicht doppelt schreiben muss. Es macht das Leben einfach einfacher. Und da haben sicherlich nicht viele den negativen Hintergedanken, da irgendwas zu veröffentlichen, was dann dazu führt, dass gewisse Sachen irgendwie gehackt werden können. Aber es geht halt darum, natürlich, jeder Entwickler ist nicht perfekt. Gerade in der Entwicklung geht es ja hauptsächlich darum, funktionalen Code in so möglichst wenig Zeit wie möglich zu erstellen. Zumindest, wenn man dafür bezahlt wird, ist das der Hauptgrund natürlich. Und natürlich die Lösung dann auch zu schaffen. Und dieses Thema Sicherheit, beziehungsweise sicheres Entwickeln direkt beim Coden ist natürlich nicht immer gegeben. Das heißt, manchmal wissen natürlich auch die Entwickler gar nicht, dass sie dabei sind, da potenzielle Sicherheitslücken reinzubauen. Und deshalb muss es natürlich nicht immer einen schlechten Hintergedanken dahinter haben, sondern vielleicht einfach aus der Unwissenheit ist dann eine potenzielle Sicherheitslücke entstanden und dadurch ist das dann natürlich auch möglich. Gut, danke, meine Damen und Herren. Sie sehen, wir haben jetzt schon eine kleine Diskussion hier begonnen. Wenn Sie sich daran beteiligen wollen, sehr gerne, tippen Sie einfach Ihre Bemerkungen, Ihre Beiträge ein. Ich lese sie dann einfach vor. Jetzt schauen wir uns aber die Ergebnisse der zweiten Umfrage an und sehen, dass sich ungefähr 3/4 von Ihnen haben geklickt bei manuell. Also die nutzen manuelle Compliance-Sicherheit. Gar nicht machen das 18% und 10% lassen hier ein automatisiertes Tool wirken. Mhm. Das ist eindeutig, Herr Wienand, Herr Zahn. Absolut. Ja, das verwundert mich auch sehr, dass es so eindeutig ist. Auch nicht gedacht, das ist richtig. Ja, das stimmt. Hätte echt nicht gerechnet, dass es so viel ist und auch so wenig bei den automatisierten Tools. Genau. Also da dachte ich schon, dass es ein Stück weit mehr ist. Ich hätte auch gehofft, dass es vielleicht bei gar nicht doch noch ein etwas geringerer Prozentsatz ist. Gut, ja. Danke schön, meine Damen und Herren, fürs Mitmachen bei den beiden Umfragen. Jetzt können wir weitermachen und gehen jetzt so langsam in diese Richtung Tool über automatisiertes Tool. Bitte schön, Herr Wienand, Herr Zahn. Genau, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir haben gerade über diese ganzen Herausforderungen gesprochen, die ja in erster Linie sehr überwältigend wirken. Aber dafür gibt es eigentlich verschiedene Lösungsansätze, die man mit einbringen kann. Gerade auch das Thema Automatisierung ist natürlich super, super präsent dabei. Aber jetzt soll es erstmal darum gehen, ja gut, wie kann man jetzt diese ganzen Herausforderungen, über die wir gerade gesprochen haben, eigentlich in den Griff bekommen? Beziehungsweise, welchen Ansatz kann man da eigentlich fahren? Und ich habe das Ganze jetzt hier mal in 3 bzw. 3,5 Bereiche aufgeteilt, über die wir einerseits sprechen wollen, aber andererseits das Ganze auch mal zeigen wollen, natürlich, wie sowas aussehen kann. Da würde ich jetzt einfach mal direkt mit einsteigen. Der erste Punkt ist natürlich das Thema Schwachstellen. Also der erste große Punkt bei dem Thema Open Source Security ist natürlich der Punkt Schwachstellen. Das heißt, erstmal die Identifizierung von Schwachstellen, dann natürlich auch die Verhinderung von neuen Schwachstellen, aber dann im letzten Schritt natürlich dann auch noch die Behebung. Das heißt, hier geht es hauptsächlich darum, okay, einerseits erstmal zu identifizieren, welche Open-Source-Komponenten nutze ich, welche bekannten Schwachstellen haben die, dann gewisse Automatisierungen mit reinzubringen, die eben verhindern, dass man neue Schwachstellen mit reinbringt, beziehungsweise Open-Source-Bibliotheken nutzt, die vielleicht sehr große Schwachstellen mit sich bringen und dann natürlich auch die Möglichkeit hat, das Ganze zu beheben. Und das Ganze natürlich auch möglichst einfach. Das heißt, nicht nur eine Liste zu bekommen mit verschiedenen Schwachstellen, die gefunden wurden,
sondern natürlich auch zu sagen, okay, wie kann man das jetzt Ganze, das Ganze beheben? Und im besten Fall ist es natürlich nur das Update von der Open-Source-Bibliothek, die man nutzt. Aber das ist natürlich nicht immer der Fall, aber schon in 90-95% der Fälle. Aber genau diese Info braucht man natürlich. Also einerseits da zu wissen, welche Schwachstellen habe ich überhaupt, wie wichtig sind die, Thema Priorisierung, und dann natürlich auch, wie kann man diese beheben. Das ist so der erste große Teil. Das zweite, was natürlich sehr, sehr wichtig ist, das Thema Compliance bzw. Lizenzen. Open-Source-Bibliotheken sind natürlich, die können gerade für den privaten Gebrauch sehr einfach, sehr umfänglich genutzt werden. Aber wenn wir dann darüber sprechen, das in kommerzielle Projekte mit einzubinden, die vielleicht auch an Kunden geliefert werden, dann beginnt die ganze Reise über die Compliance. Beziehungsweise ab da muss man sich wirklich sehr, sehr viel Gedanken darüber machen, okay, bin ich jetzt compliant? Erfülle ich die Anforderungen, die in dieser Open-Source-Lizenz enthalten sind? Und gibt es vielleicht auch Lizenzkonflikte? Das heißt, gerade wenn man größere Projekte hat, ist es natürlich so, dass man verschiedene Open-Source-Bibliotheken nutzt, die vielleicht unterschiedliche Open-Source-Lizenzen nutzen. Und da kann es dann eben zu gewissen Fällen kommen, wo man eben dann den Teil, den man selber geschrieben hat, dann eben auch öffentlich zur Verfügung stellen muss, eben aufgrund dieser Lizenzbedingungen. Das heißt, hier ist natürlich einerseits das Ziel, einen Überblick darüber zu bekommen, welche Lizenzen nutze ich überhaupt und in welche Bibliotheken nutzen welche Lizenzen. Das heißt, da einfach den Überblick zu bekommen. Dann an zweiter Stelle natürlich zu verhindern, dass neue, nicht gewollte Lizenzen dazukommen. Das heißt, hier auch wieder Automatisierung oder gewisse Regeln festlegen für neue hinzukommende Open-Source-Bibliotheken, dass man hier eben auf der sicheren Seite ist, dass man auch keine neuen Lizenz- oder Compliance-Konflikte sich mit ins Haus holt. Und dann natürlich dann das Ganze auch zu überprüfen und zu exportieren bzw. zu auditieren. Das heißt, hier natürlich dann auch einfach eine Übersicht zu erstellen und zu gucken, gerade auch mit der Legal-Abteilung im eigenen Hause, sind wir jetzt hier compliant, sind wir es nicht, wo müssen wir was machen, einfach um da auch wieder die Lösung für das Problem, okay, speziell jetzt für das Thema Compliance, zu schaffen, nicht nur die Übersicht zu bekommen, hier gibt es potenzielle Probleme, sondern wie können wir das Ganze auch lösen, wie können wir das angehen. Das ist so der zweite große Punkt, den man hier beachten sollte, wenn man diese ganzen Herausforderungen bzw. Open Source Security angehen sollte. Und dann der letzte Punkt hier auf der Liste, das Thema Community. Was meine ich jetzt damit? Hier ist natürlich super wichtig, okay, hinter diesen ganzen Open Source Bibliotheken steckt natürlich eine gewisse Community. Bei größeren wie React, Angular, die bekannten, da stecken natürlich sehr viele Entwickler hinter. Aber gerade bei kleineren kann es natürlich sein, dass da vielleicht nur 1 bis 2 Entwickler hinterstecken und die nur 1 bis 2 Mal im Jahr dafür Zeit finden, da gewisse Sachen, gewisse Komponenten zu aktualisieren. Und genau hier ist es natürlich dann auch super wichtig, einmal hier auch wieder die verschiedenen Communities, die hinter den Open-Source-Bibliotheken zu verstehen. Das heißt, wer steckt da eigentlich hinter? Wie aktiv sind die? All solche Dinge, dass man da einfach die Möglichkeit hat, das besser zu verstehen, aber dann natürlich auch für zukünftige Projekte die richtigen Communities auszuwählen. Was heißt das? Das heißt, gerade wenn man dann sich Gedanken darüber macht, vielleicht ein neues Feature mit reinbringen möchte, vielleicht eine komplett neue Applikation, da macht man sich natürlich Gedanken darüber, wie setzt man das Ganze technisch um, und dann kommen vielleicht schon gewisse Open-Source-Bibliotheken in den Kopf beim Entwickler, bei der Planung. Und hier ist es dann enorm wichtig zu prüfen, sind diese überhaupt zukunftssicher? Beziehungsweise, wenn eine Schwachstelle mal auftreten sollte, inwiefern können wir denn damit rechnen, dass das überhaupt behoben wird? Wie lange das ungefähr dauert, bis es behoben wird? Also wie ist eigentlich die Community dahinter? Und das natürlich dann auch eben in Zukunft zu verhindern. Das heißt, hier auch wieder
gewisse Automatisierung im besten Falle zu nutzen, um die Communities da einfach informative Entscheidungen für zukünftige Projekte treffen zu können und einen Einblick darüber zu bekommen, wie ist dann die Community dahinter. Und das Beste oder am besten macht man diese drei Teilbereiche eben über das Thema Automatisierung. Das heißt hier gerade, weil es auch eine enorme Menge sein kann, hilft Automatisierung hier super, super viel. Einerseits natürlich beim Erkennen der Schwachstellen, dass wir der hier erstmal die Schwachstellen überhaupt erkennen. Das heißt, bei jedem Commit, den ich mache, bei jedem Pull-Request, bei jedem neuen Feature, was ich als Entwickler veröffentliche, auf das Code-Repository lade, da dann automatisch der Security-Check durchläuft und da dementsprechend dann auch agiert. Das heißt, entweder eine Warnung gibt, vielleicht auch die Pipeline, in der man das laufen hat, fehlschlägt oder eine E-Mail an irgendjemanden sendet, all solche Dinge bei dem Thema Security, das heißt hier Schwachstellenmanagement. Dann das Thema Compliance. Das heißt hier, wenn ich neue Open-Source-Bibliotheken in ein Projekt hinzufüge, automatisiert zu überprüfen, ob diese auch meinen Compliance-Richtlinien entsprechen. Das heißt hier auch wieder, wenn man neues Feature, neues Projekt entwickelt, auch die Open-Source-Bibliotheken zu überprüfen und zu gucken, welche Lizenzen stecken dahinter, können und sollen diese überhaupt verwendet werden. Auch hier Thema Automatisierung sehr, sehr groß. Und dann natürlich das Thema Community Health. Das heißt hier auch wieder natürlich zu sagen, okay, es ist natürlich immer schwierig, innerhalb von Unternehmen zu sagen, okay, ihr Entwickler XY, Entwickler X, bitte nutze doch nur Open Source Bibliotheken Y und Z. Das war's. Das ist natürlich immer sehr einschränkend und manchmal kennt sich der Entwickler natürlich auch in genau diesen Bibliotheken nicht wirklich gut aus oder hat viel, viel mehr Erfahrungen und weiß, dass es besser geht mit einer anderen Bibliothek. Aber weil die eben nicht auf der Whitelist ist im eigenen Unternehmen, stellt sich da immer gewisse Herausforderungen. Und hier durch diese Automatisierung kann man natürlich ein anderes Level erreichen. Das heißt, hier nicht zu automatisieren, okay, was ist auf der Whitelist, was ist auf der Blacklist, sondern das Ganze ein bisschen anders anzugehen. Und zwar zu überprüfen, wie ist denn die Community dahinter, dann da einen gewissen Score zu haben, eine gewisse Metrik, die man nutzen kann und dem Entwickler dann beispielsweise die Freiheit zu geben, zu sagen, okay, du darfst dir aussuchen, was du möchtest, solange es die Lizenz nutzt und die Community dahinter den und den Score hat. Das heißt, dass man da einfach volle Flexibilität hat, aber auch hier wieder das Ganze automatisiert. Und all solche Dinge sind natürlich super wichtig. Also ich habe jetzt hier sehr, sehr high level darüber gesprochen, was das jetzt hier eigentlich ist, beziehungsweise wie man das Ganze jetzt lösen kann. Aber das zeigt sich eigentlich am besten in einer Demo. Das heißt, hier würde ich jetzt einfach mal wechseln auf Debrickt. Das heißt, hier sehen wir Debrickt, vielleicht zur ganz, ganz kurzen Erklärung. Debrickt ist eben Teil der CyberRes-Familie, der auch Fortify-Familie. Das heißt, wir von CyberRes können sowohl die statische Code-Analyse machen, wir können die dynamische Analyse machen, als eben jetzt auch mit Hilfe von Debrickt die Software Composition Analysis, so wie sie Gartner nennt, um eben diese Open-Source-Bibliotheken auf Schwachstellen zu überprüfen, aber eben auch noch vieles mehr. Und Debrickt ist quasi seit ein, zwei Monaten Teil der CyberRes-Familie und steuert natürlich dazu bei oder trägt dazu bei, dass eben hier wir mehr Kapazitäten haben. Und genau hier befinden wir uns gerade. Das heißt, an sich ist es in diesem Fall eine ganz einfache Cloud-Anwendung, die ich nutze. Und ich logge mich jetzt hier einfach mal mit meinem GitHub-Account ein und bekomme dann im allerersten Schritt erstmal eine Übersicht. Das heißt, wenn wir hier zum Beispiel auf die Overview klicken, bekommen wir hier einfach mal eine Übersicht darüber, okay, wie sieht es denn eigentlich aktuell aus? So dieses Big Picture, dieses overall einfach mal zu sehen, okay, wie sieht es im Unternehmen aus, wie entwickelt sich der Trend im letzten Monat, all das kann man hier zum Beispiel
mit wiederfinden. Einfach um einen ersten Eindruck darüber zu bekommen. Dann wird es natürlich sehr spannend, wenn wir zum Beispiel hier auf die Repositories gehen. Das heißt, hier bekommen wir einen Überblick über die verschiedenen Applikationen, die ich nutze, beziehungsweise die ich jetzt hier auch mit eingebunden habe. Das heißt, wir sehen hier, in diesem Fall habe ich 3 verschiedene Applikationen mit eingebunden und hier sehen wir auch schon direkt, was hier auch gefunden wurde. Das heißt, hier bekommen wir einfach einen Überblick darüber, wie steht es aktuell, wie viele kritische Sicherheitslücken haben wir hier, wie viele High, und können aber hier dann natürlich auch nochmal reingehen und uns das Ganze nochmal genauer anschauen. Das heißt, hier beim Repository ist quasi das Ganze so dieses High Level, einfach um mal einen Überblick zu bekommen, genauso wie bei der Overview. Und dann geht es quasi in diese einzelnen Teilbereiche rein. Das heißt, einerseits die Schwachstellen, das heißt, das, was wir gleich sehen werden, spezifisch für die Schwachstellen, dass wir einen Überblick über alle Schwachstellen bekommen, im ganzen Unternehmen, in gewissen Businessbereichen, all solche Dinge. Dann, welche Dependencies überhaupt genutzt werden. Das heißt, hier der Überblick über all die genutzten Open-Source-Bibliotheken in diesen Projekten. Dann, welche Lizenzen werden genutzt. Und dann das Thema Community Health, wo ich dann später nochmal ein bisschen genauer darauf zu sprechen komme. Und das Thema Automatisierung. Das heißt, wie kann ich all diese Dinge hier oben auch automatisieren? Und jetzt würde ich gerne hier einfach mal ein bisschen durchgehen und mal zeigen, wie sowas aussehen kann, wie man sowas automatisieren kann und eben wegkommt von diesen manuellen Compliance-Richtlinien erfüllen hin zu, ich mache das Ganze sehr automatisiert und nutze das auch, um effektiver zu werden, um effektiver zu coden. Und genau das würde ich ganz gerne hier zeigen. Also das heißt, wenn wir jetzt hier in die verschiedenen Repositories gehen, können wir hier zum Beispiel auch direkt reingehen und schauen, okay, welche Schwachstellen wurden überhaupt gefunden. Das heißt hier beispielsweise die CVE 2021-23449 bekommen wir hier eine sehr gute Übersicht darüber. Das heißt, hier bekommen wir erstmal eine Information darüber, welcher Dependency ist überhaupt drin, wo wurde die gefunden, wo wurde die quasi veröffentlicht, können uns das Ganze hier dann auch nochmal anschauen und dann bekommen wir auch direkt die passenden Scores. Das heißt natürlich, je nachdem, was für einen Industriestandard man dann nutzt, sehr, sehr weit verbreitet ist eben der CVSS3 Standard, kann ich hier einen guten Überblick darüber bekommen und einschätzen, wie wichtig ist das jetzt hier eigentlich. Das heißt, hier erstmal so einen ersten Überblick zu bekommen. Dann kann ich hier natürlich auch noch mehr Informationen bekommen. Das heißt, wo wurde diese Bibliothek überhaupt gefunden? Und genau hier sehen wir zum Beispiel auch schon, dass es keine direkte Open-Source-Bibliothek ist, sondern eine indirekte. Das heißt, hier zum Beispiel der Juicy Chatbot nutzt dieses VM2. Und das heißt, wir müssten eigentlich den Juicy Chatbot, beziehungsweise die VM2 ist quasi die Unterdependency von Juicy Chatbot. In diesem einfachen Beispiel ist es nur eine Verzweigung. Das kann aber auch hingehen bis zu 10, 15 Unterdependencies. Und genau hier wird es super interessant, gerade wenn wir darüber sprechen. Beispiel Log4j ist natürlich nicht überall als Log4j drin, sondern eben auch super viel in verschiedenen Überdependencies. Das heißt, hier hilft uns das einfach, einen Überblick darüber zu bekommen, über welchen Weg kommt die denn jetzt eigentlich in unser Projekt rein. Dann bekommen wir natürlich hier eine Information darüber, okay, auf welche Version sollten wir dann aktualisieren, um eben da auch direkt die Möglichkeit zu bekommen, okay, und die Information zu bekommen, gibt es eine sichere Version und wenn ja, welche ist das, welche Versionen sind sicher, welche Versionen beheben diese Schwachstelle. Dann können wir uns natürlich nochmal anschauen hier, okay, wie setzt sich der Score überhaupt zusammen? Das heißt, wo genau liegt denn jetzt hier die Kritikalität? Das heißt, hier in dem Fall ist es schon sehr, sehr hoch, fast überall. Aber gerade wenn es dann in gewisse speziellen Bereiche geht, kann man sich hier einfach ein besseres Bild darüber verschaffen. Dann bekommen wir hier nochmal ein paar References. Und der Teil, den ich hier gerade übersprungen habe, ist das Thema Actions. Das heißt, jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, wir wissen von dieser Schwachstelle
Und wir sehen auch, dass die hier genutzt wird. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, ist die überhaupt relevant für uns? Beziehungsweise, wie wollen wir damit umgehen? Das heißt, hier muss natürlich geprüft werden, nutzen wir das Ganze überhaupt? Oder sagen wir vielleicht, okay, nutzen wir, aber spielt jetzt nicht eine besondere Rolle für uns, weil, was auch immer, weil es nur in Software genutzt, in anderen Softwarebereichen genutzt wird und jetzt hier zum Beispiel über das Netzwerk gar nicht auf die Applikation zugegriffen werden kann. All solche Dinge sind hier zum Beispiel dann relevant und wir können hier zum Beispiel sagen, okay, wir sind unaffected, das heißt, wir sind davon jetzt nicht betroffen, wir sind davon betroffen und wir können hier auch sagen, okay, wir würden das gerne noch etwas weiter nach hinten verschieben, diese Bewertung, aber wir haben uns das Ganze schon angeschaut. Das heißt, wir sind da gerade bei zu recherchieren. All das können wir hier direkt machen. Und das nächste ist natürlich dann das Beheben der Schwachstelle. Das heißt, hier unten haben wir natürlich gesehen, okay, wie kann man, könnte man das beheben? Aber das Gute jetzt hier zum Beispiel bei Breakdisk, es gibt die, oh, da habe ich jetzt irgendwo draufgeklickt, Entschuldigung. Das Gute hier ist natürlich jetzt die Möglichkeit, das Ganze automatisiert zu beheben. Was genau passiert hier? Wenn ich jetzt hier draufklicke, bekommt man einen Überblick darüber. Das heißt, hier gibt es die Möglichkeit, automatisiert einen Pull-Request zu eröffnen und mithilfe dessen dann quasi die Version automatisiert zu upgraden. Und das natürlich im besten Falle, ohne den ganzen Build zu breaken. Das heißt, da ist natürlich die ganz große Herausforderung immer, okay, wir haben natürlich jetzt hier die Möglichkeit, es klingt natürlich sehr, sehr einfach jetzt hier, in diesem Fall ist es ein sehr einfaches Beispiel von 3.9.3 auf 3.9.4 zu aktualisieren. Da wird, ohne die Bibliothek genau zu kennen, wahrscheinlich nicht viel passieren. Aber es gibt natürlich auch gewisse Szenarien, wo man dann aufgefordert wird, auf Version 15 zu aktualisieren. Und das kann natürlich dazu führen, dass eben der komplette Build kaputt geht, beziehungsweise da nicht richtig durchläuft. Genau hier ist es dann eben so, dass Debrickt beispielsweise eine sehr, sehr große Datenbank darüber hat, welche Kombinationen brechen machen den Build kaputt und welche eben nicht. Und genau diese Information, die im Hintergrund jetzt hier mit abgespeichert wird über eine sehr, sehr große Datenbank, kommt hier zu Nutzen. Also in diesem Beispiel ist es sehr simpel, aber in anderen Beispielen könnte man dann zum Beispiel sehen, okay, was wäre die minimalste Version, die wir bräuchten, um genau diese Schwachstelle hier beheben zu können. Also das wird da auch direkt mit beachtet. Und das können wir direkt hier machen. Ich mache das jetzt in diesem Fall nicht, aber das würde jetzt hier in diesem Fall ein Gitter Pull Request eröffnen, um genau diese Schwachstelle zu beheben. Also das zum Thema Schwachstellen. Dann kurzer Überblick über die Dependencies. Hier können wir uns anschauen, okay, welche Dependencies werden überhaupt genutzt und welche Lizenz können wir uns hier auch schon anschauen. Also einfach so einen Überblick darüber zu bekommen, okay, welche Dependencies nutzen wir überhaupt. Viel interessanter wird es natürlich dann bei den Lizenzen. Das heißt, hier gerade auf dem Lizenz-Tab können wir uns dann anschauen, okay, welche Lizenzen nutzen wir, in wie vielen Dependencies kommt diese vor und gibt es hier gewisse Risiken, die wir damit eingehen. Das heißt, hier kommt es natürlich auch immer ganz stark darauf an, wie wird denn die Software genutzt? Ist das eine interne Software? Wird die Software auf gewisse Geräte geschrieben? Wird die als Service angeboten? All solche Dinge spielen natürlich eine Rolle und diese Kombination macht es dann am Ende des Tages aus. Und was können wir hier machen? Wir können hier dann tatsächlich auf die einzelnen Lizenzen draufgehen und uns hier dann nochmal anschauen, okay, welche Repositories nutzen diese und wie ist das Lizenzrisiko? Das heißt, wir sind natürlich hier keine Anwälte und könnten sagen, okay, hier gibt es so gut wie kein Risiko. Das muss man natürlich immer double checken, aber das ist schon eine sehr, sehr gute Empfehlung, die wir hier geben können. Einfach um einen ersten guten Überblick zu bekommen, hilft das schon sehr, sehr enorm. Das heißt, hier gibt es dann die Möglichkeit, den Überblick über all die genutzten Lizenzen zu bekommen. Natürlich kann man hier noch filtern, all solche Dinge sind natürlich möglich, aber das
um das einfach mal gezeigt zu haben. Und dann der vorletzte Punkt, den ich jetzt mal zeigen möchte, das Thema Open Source Select oder auch Community Health genannt. Was genau ist das jetzt? Das ist die Möglichkeit, also diese Datenbank, die man jetzt hier sieht, ist tatsächlich auch öffentlich, die ist nicht private, der kann jeder einsehen. Und das ist eine Datenbank, um die Open Source Bibliotheken auf deren Community zu überprüfen, beziehungsweise da mehr zu erfahren. Was genau meine ich damit? Wenn wir jetzt hier beispielsweise in Bootstrap reingehen, dann können wir uns sehr viele Informationen jetzt hier anschauen. Das heißt, hier wird diese ganze Open-Source-Bibliothek auf sehr, sehr viele verschiedene Datensätze überprüft. Das fängt an bei wie viele Entwickler stehen denn dahinter, bis hin zu wie effektiv sind denn die Entwickler, wie reagieren die auf potenzielle oder auf Sicherheitslücken, wie lange dauert das, bis das Ganze behoben wird. All solche Dinge schließen hier quasi mit ein und ergeben dann insgesamt so einen Score einerseits für die Contributors, das heißt für die Leute, die dahinter stehen. Dann wie populär ist denn die ganze Bibliothek und wie sieht es in Sachen Security aus? Und das Ganze kann man sich dann hier unten nochmal detailliert anschauen. Das heißt, hier sehen wir zum Beispiel, dass es hier ein sehr, sehr festes Core-Team gibt im Fall von Bootstrap. Aber die Effektivität lässt manchmal zu wünschen übrig. Das heißt, hier können wir uns zum Beispiel anschauen, okay, wie lange dauert es denn, bis gewisse Fehler geschlossen werden? Und können so eben nachvollziehen, wie sich das natürlich auch entwickelt. Und können uns dadurch eben einen Überblick darüber verschaffen, ja, wie ist denn eigentlich die Community dahinter? Wie sieht das Ganze aus? Genauso wie für die Popularität. Das heißt, wie wird das überhaupt genutzt? Das heißt, hier können wir uns anschauen, okay, wie war das hier in der Vergangenheit? Wie ist es bei den Entwicklern angekommen? All solche Dinge können wir uns hier anschauen. Und dann natürlich dann bei dem Thema Security dann nochmal, okay, wie wird denn auf Sicherheitslücken reagiert? Wie lange dauert es ungefähr? Was gibt es da für Sicherheitslücken? Werden Best Practices praktiziert bei dem Coden selbst? All solche Dinge sind hier quasi möglich und die kann man sich für jede Bibliothek hier anschauen. Das Gute ist, man kann sich das nicht nur hier anschauen, sondern man kann tatsächlich auch die Sachen miteinander vergleichen. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel React mit Angular vergleichen möchte, das heißt, hier habe ich React, klicke ich hier einfach auf diesen Vergleich-Button und möchte das Ganze jetzt mit Angular vergleichen, dann kann ich jetzt hier beide Bibliotheken miteinander vergleichen und sehe zum Beispiel hier, die Effektivität bei Angular ist schon deutlich höher als zum Beispiel bei React. Und kann mir hier dann auch anschauen, inwiefern sich das Ganze unterscheidet. Genau dasselbe für die Aktivität ist in diesem Fall bei React deutlich mehr. Und auch hier kann ich mir wieder anschauen, okay, wie ist das denn zusammengesetzt? Und das führt eben dazu, dass man einen sehr guten Überblick darüber bekommt, was steckt eigentlich hinter den Bibliotheken, den Communities und dann dementsprechend auch da hingegen eine sehr gute Entscheidung für die Zukunft treffen kann, ob das Ganze sehr zukunftssicher ist oder eben auch nicht. Und um das Ganze jetzt ganz schnell abzuschließen, Thema Automatisierung habe ich ja sehr, sehr viel von gesprochen. Das ist hier super einfach gelöst. Ich weiß nicht, ob Sie IFTTT kennen. Das ist quasi genau dasselbe Prinzip. If, when, when, that. Das heißt, falls das passiert, mache das. Und das kann man hier super einfach anwenden. Das heißt, zum Beispiel, falls der CVSS-Score höher ist als, ich mache das mal eben hier weg, falls der CVSS-Score mindestens high ist, mache bitte, schick mir bitte eine E-Mail-Notifikation, trigger bitte einen Webhook, lass die Pipeline fehlen. All solche Dinge sind hier super einfach möglich und kann dann sagen, okay, generate rule, das sagt mir das Ganze nochmal und dann kann das Ganze speichern. Das kann ich organisationsweit einsetzen, aber natürlich auch nur für bestimmte Projekte oder auch nur für bestimmte Versionen. Das heißt, ich kann hier natürlich noch verschiedene Parameter hinzufügen mit and, kann hier zum Beispiel sagen, falls der Branch gleich Master ist. Das heißt, hier wirklich nur in dem Master-Branch zu schauen,
kann hier wieder auf Generate Rule klicken und bekomme quasi genau das, was ich gerade hier erzählt habe. Sehr einfach, sehr, ja, wirklich super einfach hier angegeben und kann dadurch eben sicherstellen, dass all diese Dinge mit Schwachstellen, Lizenzen, Community Health, all das, was dahinter steckt, komplett automatisiert werden kann. Und genau, damit bin ich eigentlich auch schon durch dann mit meiner Demo. Ich hoffe, das hat einen guten Überblick darüber gegeben, was jetzt hier mit Debrick beispielsweise möglich ist und wie Debrick zum Beispiel dabei helfen kann, diese Herausforderungen zu meistern, beziehungsweise da dann auch gegensteuern zu können. Ja, ja, Dankeschön. Vielen Dank. Das war eine super Demo von unserem Debrick-Tool und hat sicherlich einen hervorragenden Eindruck darüber gegeben, wie leistungsfähig das ist. Und wir haben jetzt Fragen. Ich übergebe mal an den Christian. Genau, danke schön auch von meiner Seite für die Präsentation und für die Demo. Ich habe jetzt mal Fragen bekommen von Ihnen, meine Damen und Herren. Die stelle ich jetzt der Reihe nach. Vorher blenden wir aber schon mal das Formular ein für Ihr Feedback an uns, damit wir auch wissen, wie Ihnen dieser Webcast gefallen hat. Wenn Sie Lob und Kritik gerne ausführlich äußern möchten, können Sie das jetzt auch tun. Die erste Frage kam nämlich schon, oder die erste Bemerkung kam nämlich schon, als es bei der zweiten Umfrage um das Thema Compliance-Sicherheit ging. Da hat ein Teilnehmer geschrieben, diverse Tools sind für Klein- und Mittelunternehmen gar nicht leistbar. Vielleicht können Sie den Ball aufnehmen und was zu dem Preismodell sagen von Debrick an dieser Stelle. Passt das, glaube ich, ganz gut, wenn Sie wollen. Ja, also Debrick ist, wie der Kollege Jan Wiedern schon sagte, ein relativ neues Tool bei uns im CyberRes. An dem Pricing wird noch gearbeitet im Moment. Es wird aber ein sehr flexibles und leistbares Pricing-Modell sein. Weiterhin darf ich auch heute schon darauf aufmerksam machen, dass das Tool teilweise auch kostenfrei im Moment genutzt werden kann. Man kann sich also einen Tenant dort anlegen, einen Account und das Tool mal ausprobieren. Das hat natürlich Einschränkungen, ist klar, aber eine gewisse Funktionalität ist dort auf jeden Fall vorhanden. Jan, magst du etwas dazu sagen, wie das von den Funktionen her aussieht? Ja, sehr gerne. Also vielleicht ganz am Anfang, das sieht man jetzt auch nochmal, wenn Sie da Interesse dran haben, das mal zu testen, dann können Sie auch gerne eine E-Mail schreiben, dann können wir Ihnen da Zugang zur Free-Version verschaffen. Das heißt, hier Thema Free-Version gibt es hier, das heißt nicht nur die bezahlte Version, die Premium-Version, so wie sie aktuell heißt, sondern eben auch die Free-Version. Das heißt, es gibt hier eine gewisse Anzahl von Scans, die man einfach kostenfrei durchführen kann. Es gibt natürlich Einschränkungen, was das Thema Reports angeht. Das heißt, wenn man Daten exportieren möchte, wenn man extern auf Daten zugreifen möchte, aber die Scans an sich, die sind nicht anders als bei der Premium-Variante oder bei der Enterprise-Variante. Das heißt, hier gibt es die Möglichkeit, ein gewisses Kontingent an Scans kostenlos zur Verfügung zu bekommen. Und gerade für kleinere Entwicklungsteams eignet sich das schon perfekt, um da einfach das nutzen zu können, um da einfach den Überblick zu bekommen, die Sachen zu automatisieren. Und genau hier, das sieht man jetzt auch nochmal. Das heißt, wenn Sie hier Interesse dran haben, Zugang haben wollen, dann schicken Sie gerne dem Kollegen Wolfgang Zahn eine E-Mail und dann bekommen Sie da den Zugang und können das Ganze auch kostenlos nutzen. Ja, sehr gerne. Prima, danke schön. Dann haben uns ein paar Fragen erreicht, konkret zur Demo, zu dem, was Herr Wiedern gezeigt hat. Eine Frage lautet, wie werden Supply Chain Attacken entdeckt? Das ist eine gute Frage, die ich glaube ich jetzt in einer Minute nicht beantworten kann. Ich würde sagen, das Ganze ich würde es gerne im Nachgang nochmal ein bisschen genauer beantworten, wenn das in Ordnung ist. Also dann bitte ich den Teilnehmer, ob es recht ist, wenn wir ihn dann schriftlich darauf antworten. Er soll mal kurz nochmal schreiben in das Menü rein und dann wissen wir, dass wir das machen können. Gut, nächste Frage. Kann ich Debrick on-premise in meinem Intranet installieren?
Stand heute tatsächlich noch nicht, aber wir sind halt eben auch erst seit 2 Monaten da in der, oder Debrickt ist quasi seit 1 bis 2 Monaten bei uns in der CyberRace-Familie. Aber genau dieser Punkt ist halt wirklich schon eins der Top-3-Prioritäten. Das heißt, hier wird auf jeden Fall zeitnah was kommen. Das heißt, dass man das Ganze auch on-premise installieren kann. Nur bisher ist es so, dass es eine reine Cloud-Lösung bisher ist. Genau, aber daran wird gearbeitet und die wird auch verfügbar sein, kurzfristig. Gut, nächste Frage eines Teilnehmers. Kann das Tool verschiedene Programmiersprachen scannen? Sind C und C++ unterstützt? Ja, also es gibt die Möglichkeit, verschiedene Programmiersprachen zu nutzen, zu scannen. Und ich weiß nicht, kann man den Chat, kann ich hier was in den Chat packen, was man dann sieht? Oder nein. Okay, ich kann auch gerne sonst einfach mal durch Debrickt Documentation suchen. Also da kommt man dann auf diese Seite hier und da kann man dann quasi schauen, welche Sprachen überhaupt unterstützt werden und kann sich hier nochmal einen guten Überblick darüber verschaffen. Das ist doch, glaube ich, eine Antwort, die den Teilnehmer auch zufriedenstellen dürfte. Die nächste Frage ist etwas komplizierter. Die klicke ich da mal mit rein, dann können Sie jetzt mitlesen. Kann das Tool in kompilierte Bibliotheken dlls.s0 oder so-Dateien reinschauen? Wie sieht das mit Fremdcode aus, der statisch mit einer Exe verlinkt ist? Also bei dlls ist es tatsächlich so, das wird Stand heute nicht unterstützt. Dann ist es natürlich das Thema, gerade wenn wir dann über diesen Fremdcode sprechen, beziehungsweise da auch über die vielleicht Binärcode, also der schon fertig kompiliert ist. Da stellt sich natürlich dann auch die Frage, wer dann da, beziehungsweise inwiefern man selbst da was machen kann. Das heißt, man kann natürlich einerseits den Code an sich scannen. Es gibt ja auch die Unterscheidung zwischen diesen Open-Source-Komponenten und den Custom-Code-Komponenten, also den Code, den man selber schreibt. Und auch da gibt es natürlich gewisse Sicherheitslücken, die auftreten können. Und auch da gibt es die Möglichkeit, zum Beispiel von CyberRace mit Fortify, die Möglichkeit, statische Code-Analyse zu machen. Und da ja, muss man dann schauen, wie das Ganze dann auch gehandhabt wird mit Fremdcode, also inwiefern das Fremdcode ist, ob man darauf Zugriff hat oder nicht. Genau. Okay, danke schön, Herr Wiener und Herr Zahn. Ich schaue jetzt auf den zweiten Bildschirm und sehe, dass jetzt keine weiteren Fragen offen sind, habe aber noch eine Bemerkung eines Teilnehmers bekommen zwischendrin, die eigentlich ein schönes Schlusswort ist. Der Teilnehmer hat nämlich geschrieben, der größte Vorteil von Open Source ist doch sicherlich die öffentliche Verfügbarkeit des Source Codes. Das bedeutet natürlich nicht, dass der Code frei von Schwachstellen ist. Und das fasst eigentlich vieles genau von dem zusammen, was wir jetzt in den letzten etwas über 60 Minuten hier gehört haben. Das denke ich auch. Absolut richtig, genau. Genau, meine Damen und Herren, das war's dann soweit von unserer Seite. Sie sehen hier nochmal die Kontaktdaten von Herrn Wienand und Herrn Zahn. Können Sie dann auf den verschiedenen Kanälen nochmal ansprechen. Ich bedanke mich bei Ihnen, meine Damen und Herren, für die Teilnahme an diesem Webcast, dass Sie sich Zeit genommen haben. Sie können jetzt in den letzten Sekunden noch sich die Folien herunterladen und das E-Book, das die Herren mitgebracht haben, und sich noch einmal die Links anschauen, die auch für Sie unter den Links bereitstehen. Danke, Herr Wienand, danke, Herr Zahn, dass Sie uns so viel Interessantes über das Scanning von Open-Source-Software erzählt haben und die Möglichkeiten, hier eine Lösung zu finden. Meine Damen und Herren, wenn Sie so viel Spaß hatten wie wir diesmal, dann freue ich mich, wenn Sie vielleicht in einem der nächsten Webcasts auch wieder bei Heise Business Services dabei sind. Das war's. Bis bald und ciao. Alles klar, danke. Wiedersehen. Tschüss.